Morgen, du kleiner Putzteufel. Putzteufel? Was haben wir eigentlich jetzt? Halbzeit oder was? Mir kommt ja so vor, als ob wir schon... Jetzt haben wir Halbzeit. Ja, krass. Und heute geht der Weg, also wie ich schon eben sagte, jetzt erstmal Richtung Kotor. Dann gucken wir uns ein bisschen die Stadt an. Ganz kurz gucken wir mal rein, ne, Walle? 2 Minuten, ja. 2 Minuten und dann sausen wir da die Berge hinauf. Sollte jeder auch seinen Snacks dabei haben, dann wird er kurze Pausen unterwegs. Markentenderladen, Walle und Tour, ja. Und dann werden wir zum Skadarskosee donnern. Da wahrscheinlich eine Mittagspause machen, so grob. Und in den Dominationalpark dann einsteigen. Ja, das ist unser Küstenabschnitt. Jetzt 20 Minuten hinter Dubrovnik. Praktisch. Ja, wunderschön. Hier machen wir auch keine großen Überholmanövern, weil das bringt eh nichts. So, 10 Uhr und wir haben die Grenze erreicht. Jetzt gucken wir mal, ob hier einer drin sitzt. Hey, do you need the ID card here? Wir haben jetzt die kroatische Grenze passiert und sind jetzt in Montenegro gelandet. Und da hinten kämpfen sich die anderen noch durch. So, Walle. Ich weiß gar nicht. Die Raupe Ursula und knabber hier und knabber da. Das darf übrigens nicht im Film verwendet werden. Jetzt kommen wir mal zu einem ernsten Ding. Ja. Jetzt hast du uns hierher geführt. Wie viel die Grenzübertritt war das jetzt? Nach Montenegro, außerhalb der EU, jetzt der Grenzübertritt Nummer 1. Wir sind vorher sonst von Deutschland nach Österreich, von Österreich nach Slowenien, von Slowenien nach Kroatien und jetzt von Kroatien nach Montenegro. Zum ersten Mal eine richtige Ausreise mit Papieren, eine Einreise hier an so einer alten, sozialistisch anmutenden, wunderschönen Grenzstation. Aber es ging relativ rasch. Ich glaube, wir waren jetzt in 30 Minuten alle ausgereist, eingereist. Morgen geht es weiter nach Bosnien und dann wieder zurück nach Kroatien. Das wird uns alles genauso eine ähnliche Zeit kosten. Das Wetter spielt aber in die Karten. 24 Grad, leicht bewölkt. Wenn du hier im August bei 35, 36, 37 Grad stehst, weil wir sind ja fast auf Meereshöhe. Oh my goodness. So, ja. Jetzt Heide Jalla, weiter geht's. Wir haben nicht mehr weit und wir werden jetzt in wenigen Augenblicken die Fähre auf der Insel, Halbinsel, nach Kotor erreichen. Da müssen wir rüber, da zum Ufer. Das sieht schon mal gut aus, da ist nicht so viel los. So, alles schön aufschließen. Jetzt auf mit der Fähre. War denn schon mal der Lothar in Montenegro? Nein, er war da noch nicht. Ja, hier sieht es ein bisschen anders aus. Hier ist es auch irgendwie anders. Und weg damit, bei 30 Grad, rein damit. Richtig. Alles muss durch die Niere durch. Warst du schon in Montenegro? Nein. Auch noch nicht? Dann willkommen hier im Club. Aber du warst schon mal hier. Auch noch nicht. Also ihr seht, es gibt einiges, was der ein oder andere noch nicht kennt. Das ist schön. Alle müssen drauf. Sehr gut, Schenur. Passt. Hier können wir bleiben. So, trinkt viel, nehmt einen Snack zu euch. So, es riecht jetzt schön nach Diesel hier. Und wir haben es geschafft, wir sind drauf auf dem Schiff. Walle hat bezahlt. Oh, wer kann nicht schwimmen? Ja, alle, prima. Hallo! So, weiter geht's Richtung Kotor. So, Motor an. Das ist der typisch montenegrinische Verkehr um Kotor. Hier musst du ganz hart am Limit fahren, das heißt mit deinen Koffern etc. Sonst kommst du einfach nicht voran hier. Also wer hier mit dem Auto unterwegs ist, der muss echt blöd sein. Das ist Kotor. Da ist das Stadttor. Ah, ich liebe den Gestank von Benzin, Abgasen und Gummigeruch und Kupplung. Ja. So, wir werden Kotor nicht heute sightseeing-technisch erkunden können, aber die Eisdiele, die ist uns. Bei 35 Grad läuft das Eis, im wahrsten Sinne des Wortes.
So, Christian, das war unsere Stadtführung. 10 Minuten, einmal vor Tor, fertig. Aber sie hat sich gefallen, ja? War schön. Ja. 10 Minuten später verlassen wir auch schon wieder Kotor. Und wieder rein in den Verkehr. Okay, und jetzt beginnen die richtigen Serpentin-Geschichten. Jetzt hart am Gas bleiben. Du musst mit dem Heck rum. Jawohl. Die Serpentinen liegen auch schon wieder hinter uns. Wir genießen jetzt hier den tollen Blick. Wir fahren jetzt auf den Aufsichtspunkt. Los geht's. Wiedersehen und es geht weiter jetzt über den Loftschen Nationalpark zum Zadarsko-See. Da hinten der Zadarsko-See und die schönen Hügel und da hinten liegt Albanien. Unser Fresslokal erreichen. Ja. Die Idylle hier. Einfach hier parken. Hinter dem Auto. Vielleicht machen wir es vorwärts, ja. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Noch mehr davon! Und da wird wieder eingeparkt hier in der Truppe. Manni ist da, Carsten ist da, viel Platz lassen. Und jetzt machen wir einen schönen Einkommenerschwung. So, mal ganz ehrlich, zu Hause frieren wir alle. Und hier genießen wir einfach diese wunderbare Atmosphäre. Und wer im Hintergrund gleich mal schaut, der entdeckt sogar eine ganz, 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 ganz tolle Brücke, nämlich diese dort. Und die finde ich ja richtig süß. Werden wir auch schon wieder bedient, Leute. Cevapcici. Okay, dann just a minute, please. Und dann rödeln wir los, nachdem der Manni vorhin noch mal so einen Zwangsstopp eingelegt hat. Ja, beginnen wir jetzt den Weg zum Skadarsko-See. Der Pieperschlucht raus und jetzt haben wir hier eine schöne Strecke, die uns auch wieder in einer Schlucht entlang führt. Und die ist richtig kurvenreich. Also hier geht es hin und her und gleichzeitig hat man hier dieses wunderschöne Panorama vor sich. Jetzt geht es auch bergauf und das alles Richtung Donitor Nationalpark. Also eine schöne, wirklich klasse Strecke.
göttlich. Diese Sonne da oben. Krass. Kilometer noch. Wir werden im Dunkeln ankommen. In einer halben Stunde nächste Pause. Wie sieht's aus mit Sprit bei dir? Ich habe noch 49. Also wir haben jetzt bis zum Ziel noch 60 Kilometer. It's okay? No? Houston, we have a problem. Montenegro ist auch das Land der Gegensätze. Wie so vieles auf der Welt. Der Müll voraus, die Schönheit dahinter. Wir haben jetzt nur eine Restreichweite von 30 Kilometern und das Ziel befindet sich in 50. Muss uns das irgendwie Sorgen machen. Schieben. Wahnsinn. Wir haben 19 Uhr und wir haben unser Ziel heute erreicht. Mit 0 Kilometern auf dem Tacho. Good evening. So, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Hallihallo. Hä? Seit ungefähr 20 Minuten, Viertelstunde fahre ich auf 0. Ja, und das funktioniert. Dann musst du das Walle-Video gucken. Du hast noch 60, jetzt 50 Kilometer etwa. Ja. Doch, doch, den Test hat er für uns gemacht. Deshalb fahren wir doch so entspannt hier rum. Ein Wunder der Technik. Es geht auch ohne Sprit. Geht es morgen weiter? Keine Ahnung. Jetzt einer mit dem 5 Liter kann ich lass Zeit. Dich überraschen. Hä? Wer hat Müll? Na, alle. Alle. Bei mir alle. Also auf den Schlüsselanhängern stehen Nummern. Das gehört ein Haus. So, Walle macht mit uns jetzt hier die Hotelführung at midnight. Mensch, ist das romantisch. Du nimmst das Doppelbett, ich nehme das Stockbett. Und keine Widerrede. Pass auf, wer würde denn hier mit Manu und Bempel zusammen pennen? Wir würden morgen. Okay, dann haben wir das Thema erledigt. Ist das nicht geil? Machen wir Licht an. Ah ja, so sieht es hier also aus. Leider geil. Leider geil. Wie viele Meter hast du denn noch drauf? Ich habe noch 0,0. 0,0. Scheiße. Stiefelbier, das ist natürlich so. Kult. Und dem Kult wollen wir natürlich nicht widersprechen. Darf aber noch nicht anstürzen. Nein, dürfen wir nicht. Ich bin Zeuge. Dem Christian sei ein Trollala, Trollala, Trollala. Dem Christian sei ein Trollala, Trollala. Yeah! Auf euch, Helden! Wann war denn der Walle das letzte Mal hier eigentlich? Boah, 2021. Und dieser Platz, der ist wirklich, der ist so tief in meinem Herzen drin. Wie findet man so eine Ecke hier? Um ehrlich zu sein, ich habe das damals über Booking.com gefunden, weil ich in der Nähe eine Unterkunft gesucht habe. Habe ich die Bewertungen angeguckt, die Fotos und da dachte ich mir, hier musst du Leute mitbringen. Da fährt schon mal einer vor und bezieht mein Zimmer. Erzähl mal, wie war es denn für dich heute? Heute? Ja, die Dunkelheit hat mich ein bisschen gestört zum Schluss. Ja, warum? Hast du auch so schlechte Augen? Ja, ja, da hätte ich dann eine Kohle rausgenommen aus dem Ofen. Aber ansonsten, so der Rest war... Oh, tippitoppi. Jetzt haben wir hier den Boss, den Chief. And now we are here 16 people. Die Akkus werden geladen und jetzt geht es auch schon zum Abendessen über 20 Uhr. Auf geht's. Oha, und da wird auch schon schnabuliert. Super. Und was sagst du zu uns heute? Ja, super geil. Hat schon jemand Polende gerufen? Chicken? So wie ihr gesehen habt, haben alle Cevapcici bestellt. Das ist auch schön einfach und schmeckt trotzdem gut. Ich hatte das aber heute Mittag erst und deshalb habe ich mich für Polente entschieden. Falls es vergiftet sein sollte und meine Polente gesund ist, darf ich morgen noch weiterfahren. Endlich sind alle da. Komm, schenk mal ein. Ja, und so geht ein schöner Tag zu Ende. Und ich wünsche euch allen eine gute Nacht.